Berlin Metal TV deckt auf und filtert das Destillat der Dummheit heraus. Damit wir aber nicht als Lügenpresse enttarnt werden, entferne ich diesen Popschutz. Wofür bist du denn genau hier? Wie bekommen Sie aktuell die Islamisierung mit? Wollte mal wissen, ob Sie mir sagen können, wo das Abendland beginnt und wo das Morgenland beginnt. Ja, das verschiebt sich täglich. Wofür sind Sie heute hier? Ja. Wo beginnt das Abendland und wo beginnt das Morgenland? Ich bin meinetwegen im Mittagsland. Gut, ich bin der Anmelder, ich weiß, dass ich mich da nicht hinter verstecken kann. Genau. Aber ich werde Sie jetzt mit weiteren Fragen zu unserem Pressesprecher schicken. Können Sie es ein bisschen weiter wegnehmen? Jeder kann im Internet rennen und kann sehen, dass nach dem Krieg alle etablierten Parteien, FDP, CDU, CSU, SPD, überall haben... Wofür sind Sie heute hier? Brauchst du nur den Koran zu lesen. Haben Sie den Koran gelesen? Dafür sind Sie hier? Ja. Damit ich den Koran lese? Nie. Der erste Bundeskanzler war ein Obernazi gewesen, ja? Wir sind schon voll. Ich habe nichts gegen Muslime. Ich bin mit Ausländern verheiratet. Ich war mit einem Muslim verheiratet. Aber ich habe was gegen den Islam. Also ich bin gegen Katholizismus. Ja, wir wollen, dass unser Land... in einem Land vernünftige Sachen passieren und nicht so, was jetzt hier zugange ist. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Ich bin kein Nazi, aber... Ich bin konservativ. So, und ich kümmere mich darum, dass das bei uns ein bisschen sauber ist, wie man auf Deutsch gesagt hat, ja? Jetzt hält sie die Fahne hoch. Und vorher war das ein Frevel, dass sie nur halb hoch gehalten hat? Sie ist ein Frevel. Und diese Religiosität bei den Muslimen nimmt immer mehr zu. Ordnungsamt, ja, Staatsanwaltschaft, Polizei, jeder tut nichts. Warum bist du denn hier? Wir sind schon voll! Die rote Mütze ist auch ein Frevel, weil darf man ja nicht. Ey, das ist rot, Mann. Was hat das auf einer braunen Demo zu tun? Bitte. Aber Sie sehen sich selber nicht als Nazi. Ich bin weder ein Rechter noch ein Linker, ich bin Jan, ich bin ein normaler Bürger. Frau Fahnenträgerin. Was wollen Sie hier eigentlich? Und mit was für Leuten haben Sie denn zu tun, wenn Sie sagen, Sie sind Jüdo-Moslems? Ganz normale Bürger, die arbeiten und nichts gegen mich tun. Noch nicht. Ist das eine braune Demo? Kannst du das so sagen, ja? Wenn irgendwelche Leute auf meiner Tasche liegen, auf Kosten meiner Tasche, leben, dann halte ich das schon für problematisch, auf jeden Fall, ja. Die Lügenpresse verdeckt alles. Bitte räumen Sie den Kreuzungsbereich. Ansonsten werden polizeiliche Maßnahmen durchgeführt in Form von einfacher körperlicher Gewalt. Ich bin kein Nazi, aber... Kommen wir jetzt bitte nicht mit irgendwelchen Fangfragen oder sowas. Wir sind schon voll. Ach, das wird jetzt albern. Das ist denn nun also der Untergang unseres schönen Berliner Abendlandes durch die Dummheit der Pegida. Diese wird nun ihren Abendspaziergang durch Berlin fortsetzen, um dann am Brandenburger Tor völlig besoffen anzukommen und noch mehr Scheiße zu labern. Berlin Metal TV, die Lügenpresse, hat aufgedeckt. Wir betrinken uns, weil wir einfach diese Wahrheit nicht abhaben können.